Das haben sie jetzt auch neu drin. Ui, ui. Aber ich wollte jetzt eigentlich gucken, welches Level du bist. Aber das ist natürlich doof, wenn ich hier überhaupt die Anzeige ausgeschaltet habe. Jetzt spring mal weg, spring mal weg, spring mal weg, spring mal weg hier, bevor du drauf gehst. Puh, wo ist er? Wo ist der Kano? Der ist immer noch auf mich fixiert. Ha! Guck mal, wie schnell ich bin. Hehehehe, Bad. Hallo, du geile Socke. Ich bin's, dein DGZ, aka durchgezockt und wunderbar, dass du hier eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Ark Survival Evolved. Und ja, eigentlich wollte ich hier so einfangen, ne, und da gucken wir uns die auch gleich nochmal an. Aber das Einfachste ist natürlich, sich eben kurz mal eine Taming-Box aufzubauen. Ich mach mal hier zu. Dann begeben wir uns doch mal auf die Suche nach so einem kleinen Caprosuchus. Ich glaube, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Caprosuchus. Ne? Also, ein Capi. Nehmen wir ein Capi. Capi ist einfacher. Und natürlich, es ist eine Art Krokodil-Anhag, Alligator. Und wo zu finden? Ja, in der Nähe von einem Sumpf oder Flusslauf. Und da haben wir schon einen. Und den kann man... da ist er schon weggeflogen. Den kann man... Ey, hier geblieben. Hier, komm her. Komm, ich nehme dich mit. Level 28. Und die kann man ganz gemütlich hier mit einem Argentavis aufsammeln. Wie du siehst, der beißt auch nicht so wie der Wolf oder so. Sondern ganz gemütlich. Klar, gucken wir uns jetzt mal gleich genauer an. Viel Tupo haben sie nicht, beziehungsweise du brauchst nicht viele Pfeile, um den zu zähmen, und bevorzugen tut er die Kibbel von, habe ich den jetzt fallen lassen? Ich hoffe, bevorzugen tun sie halt die Kibbels von diesem süßen Kerlchen hier, ne, vom Tabak. Schlag mich tot. Ja, und ich werde die... Ui, da ist er ja. Da ist er ja schon schnell. Hallo, Süßer, komm. Ich will dich doch nur mal eben kurz zum Schlafen bringen. Was? Ja, toll, du bist mir ein Jäger. Nein, ich musste leider alles hier reinräumen, weil das Viechchen kann nicht besonders viel tragen. Jetzt ist mein Bildschirm eingefroren. So, da beißt er. Jo. Zack, das war einmal. Level 28. Raus hier. Der soll mich nicht erwischen. Komm her. Siehst du? Komm, zwei Dartpfeile und dann ist er schon hin. Okay. Es ist hier eine Bremsschackel. Aber das war's schon. Zweimal. Das war's schon. Und wenn wir jetzt mal... ich mal ganz still bin. Hört ihr das? Der ist am Schnarchen. Am Schnarchen ist der. Am Schnarchen ist er. Geil, ne? Ah, wieder wunderbares Tierchen gemacht. Achso, ich sollte da vielleicht mal Kibbels reinpacken. Ich hoffe, der Vogel hat die jetzt nicht alle aufgefuttert. Gehen wir mal eben kurz hier raus. Und... den packen wir jetzt hier zu meiner Sammlung. Oder habe ich sie noch hier in dem hier drin? Ah, erschreckt mich doch nicht so. Ich dachte schon. Komm her, Süßer. Nee, da geht's rein. Also, ist jetzt nicht besonders anfällig, also verliert nicht besonders schnell Tupor. Aber wie ihr hier seht, gerade mal 151 Gewicht, 360 Health und Stamina. Stamina ist ganz wichtig. Oh, der wird schon alleine fertig. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich meine, ja, notfalls kann ich da ja, ist ja nur ein, kann ich ja dann nochmal eine Spritze reinjagen. Ja, wo ist denn jetzt immer hier der Große? Hier der Große. Na? Gucken wir uns den mal an. Der ist jetzt,
richtig schön gelevelt. Und zwar hauptsächlich auf Stamina, Health und ein bisschen Gewicht. Also viel dazu gibt er nicht. Ich guck mal hier, der müsste doch mittlerweile auch Level haben, ne? Wenn ich jetzt hier auf Gewicht 140, das war ursprünglich ein Level 3er, ne? Gerade mal 5 Gewicht dazu. Das ist jetzt nicht die Welt. Oh, jetzt gucken wir uns den nochmal genau im Detail an. Junge, hallo? Nochmal. Und hört mal, diese Saugnapfen. Klack, klack, klack. Ne? Erst dachte ich, das wäre ein Huf, hört sich an wie Hufen. Und dann, wow. Ja, Stamina-Wahl. Jedes Mal, wenn er so springt, verbraucht er Stamina. Und jetzt haben wir da mal einen Dinosaurus, der jetzt auf irgendwas anderes drauf geht. Und mal gucken, ob der überlebt. Habe ich mein Fernglas dabei? Muss mal kurz gucken. Ja, habe ich dabei. Ich check lieber vorher nochmal, welches Level der ist. Was machst du denn da? Ach, du solltest doch nicht springen. Der ist ja jetzt einfach gesprungen. Bin ich an ihm vorbeigesprungen. Ich will doch nur gucken. Oh. Ja, das ist ja auch neu dabei. Dazu packe ich unten auch noch eine Liste rein, welche Tiere, von welchen Tieren man reiten kann und schießen kann. Ja, zack. Das haben sie jetzt auch neu drin. Ui, ui. Aber ich wollte jetzt eigentlich gucken, welches Level du bist. Aber das ist natürlich doof, wenn ich hier überhaupt die Anzeige ausgeschaltet habe. Jetzt spring mal weg, spring mal weg, spring mal weg, spring mal weg. Hier, bevor du drauf gehst. Puh, wo ist er? Wo ist der Kano? Der ist immer noch auf mich fixiert. Ha! Guck mal, wie schnell ich bin. Hehehehe, okay, man verliert sehr schnell die Orientierung. Lass doch den Parasaur in Ruhe. Ach, geh weg da. Die Schildkröte will ich nicht, aber dich will ich. Einmal. Ha, du bist er. Komm her, Schätzchen. Schätzchen, Schätzchen, ich greife dich nochmal an. Zack. Hui, da fliege ich aber weit weg. Und wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Zack. Wo ist der Große? Da ist der Große. Und jetzt gucken wir doch mal hier. Schönes Bildchen, schönes Bildchen. Ich mache hier mal wieder meinen Stopp. Ja, ich habe noch ein paar andere Screenshots gemacht. Muss ich mal eben kurz ein bisschen auffällen. Oh, das war zu viel. Die könnt ihr natürlich wie immer unter dem Download-Link, den ich unten in meiner Beschreibung mache, euch angucken. Aber das finde ich, irgendwie finde ich das witzig. Guck mal, wie die drei Stadtmusikanten. Da muss ich die Schildkröte eigentlich auch noch drauf kriegen. Jo. Machen wir mal ein Foto. Aber ich habe noch ein paar andere schöne Screenshots gemacht. Könnt ihr unten downloaden. Hier. Hochauflösende Screenshots. So. Da warten wir eben kurz ab, bis das fertig ist. Komm. Sollte jetzt kein Problem sein. Aber das dauert halt. Fertig. Weiter geht's. Oh, der ist dabei auch gleich draufgegangen. Super. Ach, der Koller. Ui. Wo sind sie? Also, ein ganz spaßiges Tierchen. Sehr schnell. Ups. Kann auch sehr weit springen. Und Stamina und Health sind wichtig zum Leveln. Ja. Zack. Ja, hier geblieben, zack. Ich hasse ja, dass die Viecher immer so wegrennen, ne? So, jetzt habe ich den aufgefressen. Darf ich den auch das Fleisch daraus haben? Aber ich glaube, dieses Noppengeräusch, ne? Das wird mir irgendwann auf dem... Nicht irgendwann, das geht mir jetzt schon quasi auf den Sack. Und, wie geht's dir? Bist du schwanger? Hat hier so ein kleines Bäuchlein, ne? So, hat schon ein paar gefuttert. Guck mal, wie die Werte sind. Ja, sag ich ja. Der kommt so durch. Wunderbar. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, natürlich ein Like da lassen. Ne? Kommentare. Was haltet ihr von diesen, ja, wunderbaren, oh, Krokodil, den Kapu. Ja, ich krieg's nicht hin.
Ich krieg's mit meiner Legasthenie hin. Ich habe ja auch fast ein halbes Jahr früher gebraucht mit 6, 7, um das Wort Bruttosozialprodukt auszusprechen. Caprosuchus, Caprosuchus. Den Boss, sozusagen den Kopf. Was haltet ihr von dem Viechchen? Könnt ihr euch vorstellen, mit diesem Viechchen Spaß zu haben? Schreibt es unten in die Kommentare. Ja, was soll ich noch sagen? Ja, registriert euch bei WhatsApp auf meiner Homepage. Bis dahin, ja. Ich bin dein DigiZ, aka durchgezockt. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und schalt mal wieder ein, wenn es heißt durchgezockt. Zocken für geile Socken. Jetzt bist du dran. Klick auf Abonnieren, du geile Socken.